Hallöchen Leute und willkommen zurück zur Formel 1, heute beim großen Preis von Malaysia. Es geht nach Kuala Lumpur auf eine Strecke, die wir leider ab dem nächsten Jahr bzw. ab 2018 im Rennkalender in der Formel 1 vermissen werden. Und damit ist es das letzte Spiel, in dem die Strecke noch umgesetzt wird. Wir können uns allerdings freuen, denn es ist eine tolle Strecke, hat viele schnelle Kurven. Auch wenn ich mit den neuen Hybridfahrzeugen ab 2017 noch nicht so wirklich mit ihr zurechtgekommen bin, es bleibt dennoch die Hoffnung bestehen und vor allem bleibt die Pflicht bestehen, dass wir hier gut unterwegs sind und einen weiteren Schritt in Richtung Kimi Räikkönen im WM-Kampf machen. Und dazu schauen wir erstmal, wie das Qualifying gelaufen ist. Und das Qualifying war sehr chaotisch. Es war nämlich zum einen sehr regnerig, allerdings erst ab dem zweiten Qualifying. Im ersten war es noch komplett trocken und im dritten wurde es wieder ein bisschen trockener. Und Intermediate-Bedingungen waren angesagt. Wir sehen ganz oben die Zeit im Vergleich 1:49.0. Das ist die Zeit, die wir im ersten Jahr gefahren sind auf Intermediates. Und danach ging es nur noch auf den Supersofts los. Und die Runde, die wir hier gerade fahren, ist ganz ordentlich. Die Strecke wurde ein wenig schneller zur Mitte des Qualifyings hin, zum Ende nochmal. Allerdings hatte ich da eine halbe Sekunde im Delta und habe die nochmal verworfen. Dennoch, 3,5 Zehntelsekunden haben wir im Delta und mit einer 46,2, da haben wir eine ganz gute Ausgangssituation, dass wir uns noch weiter verbessern. Im Moment ist es P7, die S-Kurve hier sah ganz okay aus, eine halbe Sekunde und wir verbessern uns doch immer weiter. 7 Zehntel und jetzt haben wir fast 8 Zehntelsekunden im Delta und beim Kurvenausgang, da kriegen wir sie auch voll. Das war ein ziemlich guter Ausgang. Und jetzt geht's gleich in den letzten Sektor. Die Haarnadelkurve gut erwischt, nur leicht gegenlenken beim Rausbeschleunigen und die 8 Zehntel, die bleiben stehen. Jetzt in der Rechtskurve vielleicht ein bisschen zu weit innen drüber gefahren, sonst hätten wir da ein paar Zehntelchen noch rausgeholt. Durch die Linkskurve ziemlich ordentlich gekommen, da musste ich nur ganz kurz das Gas lupfen und wir haben über eine Sekunde Vorsprung im Delta. Der Kurvenausgang nicht ganz optimal, ich bin da nochmal außen auf den Curb gekommen, allerdings sah das ganz gut aus und wir haben eine 1,2 Sekunden Verbesserung und genau die Zeit, die konnten wir auch etwa über die Linie bringen. Hier habe ich beim Kurveneingang ein bisschen geschlafen, aber dafür ist der Kurvenausgang nochmal deutlich besser und damit fahren wir 4 Sekunden schneller als im ersten Jahr, aber eine halbe Sekunde war definitiv noch drin. Nach einem turbulenten Qualifying schauen wir auf die Startaufstellung. Ganz vorne Fernando Alonso vor Stoffel van Dorn, dann Sebastian Vettel vor Valtteri Bottas. In Startreihe 3 Daniel Ricciardo vor Sergio Perez, dahinter habe ich mich qualifiziert. Vor Esteban Ocon auf 9 und 10, Massa vor Jolyon Palmer auf 11, Grosjean auf 12 und 13, eine Überraschung mit Hamilton und Räikkönen. Ja, das Qualifying hat einiges durcheinander gewirbelt, der Regen hat vieles durcheinander gebracht und darunter haben vor allem die beiden gelitten. Und das ist ganz, ganz wichtig für uns, denn in der Gesamtwertung, da ist im Moment ganz vorne mit 8 Punkten Vorsprung immer noch Kimi Räikkönen. Wir haben sehr viele Punkte aufholen können. In den letzten 3 Rennen haben wir 75 von 75 möglichen Punkten geholt. 3 von 3 Rennsiegen und damit sind wir wieder mittendrin im WM-Kampf. Kimi Räikkönen nicht mehr so weit entfernt. Und heute könnten wir erstmals richtig gut hier in Führung gehen und vielleicht sogar je nach Ergebnis von Räikkönen, er startet ja im Mittelfeld, vielleicht sogar deutlich in Führung gehen. In der KWM, da sind wir mittlerweile auf Platz 3 sehr nah dran an Mercedes AMG und vielleicht können wir auch die nochmal überholen am Ende des Rennens, denn auch Hamilton startet mitten im Mittelfeld. Ferrari ist da allerdings schon eine ganze Ecke weiter und hinter uns könnte McLaren von Force India geschluckt werden, aber das sieht etwas unwahrscheinlich aus, wenn man bedenkt, dass McLaren ganz vorne Startreihe 1 für sich erobert hat und die haben außerdem auch noch hier in Malaysia ein neues Upgrade mitgebracht und sind damit nochmal etwas deutlicher auf Platz 1. Was die Strategie angeht, da werden einige Leute auf den Supersofts starten. Dadurch, dass das Qualifying im Regen war, hat man freie Reifenwahl. Ich werde allerdings auf den Softs starten, das hat mir das Team auch so empfohlen und werde anschließend auf die Mediums gehen und wir werden versuchen, uns möglichst weit nach vorne zu kämpfen. Auf geht's und viel, viel Spaß beim großen Preis von Malaysia.
Ja, wunderschön weggekommen. Wir sind damit direkt drei Plätze oder zwei Plätze nach vorne gekommen. Wir kämpfen gegen Van Dorn und Bottas, als hätte es Jeff vorhergesehen. Ich habe ihn ja mal in der Einführungsrunde gefragt und da hat er auch schon gesagt, Van Dorn und Bottas. Und jetzt sind das die beiden Piloten, die unmittelbar vor uns liegen. Ricardo hinter Perez. Raikkonen hatte ein Qualifying zum Vergessen, zu einem ganz falschen Zeitpunkt von Ferrari rausgeschickt. Ferrari kennt sich mit schlechten Strategien aus. Die Top 4, die sind alle auf Supersoft unterwegs und Wehrlein ist schon aus dem Rennen. Ja, Malaysia, das ist eine Strecke, die ich in F1 2018 schon ein bisschen vermissen werde. Vor allem im Red Bull macht sie sehr viel Spaß, im McLaren war es überhaupt nicht lustig und jetzt merkt Van Dorn dasselbe. Dem McLaren fehlt's an was. Auch wenn er im Regen eine absolute Übermacht zu sein scheint. Perez deutlich schneller als Ricardo und er kommt auch an mich ran. Fahrer vor mir. Van Dorn is ahead of you. Our gap to the car in front is 1.5 seconds. You're losing around 1.6 seconds. They're on fresh super softs. We think they've got two stops remaining. The time last lap was a 1 minute 39.8. Ja, ich darf nicht zu viel Zeit verlieren. Die anderen sind alle auf 2 Stop unterwegs. Das Team hat mich auf eine 1 Stop Strategie geschickt und ich vertraue dem Team. Das wird ein Problem. Der Spitzenreiter wirkt ein bisschen so, als würde er unter Druck gesetzt werden können. Ich hoffe, da kann niemand großartig wegziehen. Dicker Schnitzer, Perez ist dran. Aber nicht vorbei. Ja, sobald wir in der Kurve sind, hat der Force India das Nachsehen. Trotzdem eine absolute Bestzeit, alles klar.
Van Dorn nur 2,5 Sekunden entfernt. Ja, die Supersoft sind hier gar nicht mal so viel besser. Finde ich nicht gut. Jeder im Mittelfeld, der vor Räikkönen ist, soll bitte auch da bleiben. Gut, im mittleren Sektor, da sind die Supersofts doch deutlich schneller, aber ich glaube, so viel Vorteile wird man jetzt auch nicht haben auf den Supers. Hamilton ist dran an der Truppe. Räikkönen ist also nochmal deutlich weiter entfernt. Könnte der Punkt sein, der sich gerade von der Masse entfernt. Obwohl wir im Zweikampf sind gerade, verliert Ricciardo so ein bisschen den Anschluss. Räikkönen ist da dran an Hamilton und Co. Da geht die erste Person schon an die Box und ich glaube, das war Räikkönen. Räikkönen oder Hamilton müsste es gewesen sein. Und Perez. Ja, fährt mir voll hinten rein. Oh je, ja, jetzt verliert er Position und auch gegen Räikkönen verliert er jetzt eine Position. Ja, ich bremse da manchmal schon gerne einen Ticken früher ab, damit ich mich nicht verbremse und jemand dann in Kurve 1 vorbeizieht. Aber sorry, auf sowas muss man reagieren können. Das musste ich bei der KI merken, ja. Sehr, sehr leidvoll.
Und seitdem fährt man halt ein bisschen versetzt hinter den anderen her. Eieiei. Und hier sehen wir die Wiederholung vom Start. Da geht es ziemlich gut von der Stelle weg. Auch Lewis Hamilton hatte einen sehr guten Starterwicht und wir können da direkt den Force India Sergio Perez und unseren Teamkollegen angreifen und sind hier in Kurve 1 sehr, sehr weit in. Sergio Perez ist da auch noch außen und deswegen muss Daniel Ricciardo ein bisschen weit nach innen, aber er will ein bisschen zu weit nach innen und deswegen gibt es da ein paar Berührungen mit dem Teamkollegen und hier gibt es noch eine weitere Berührung mit Sergio Perez. Ja, ich bin da relativ weit innen und er verkalkuliert sich da meiner Meinung nach einfach und schiebt mich da sehr, sehr weit raus. Man könnte auch sagen, Thibaut schiebt ihn raus. Schade. Caution, caution. Und der rennführende Fernando Alonso ist aus dem Rennen. Gerade noch eine absolute schnellste Rennrunde gefahren, eine 1.34.0 und jetzt gibt der Honda-Motor auf. So oft gab es dann nicht Defekte, aber jetzt gerade schmeißt es Alonso aus einer Position, wo er wahrscheinlich seinen ersten Sieg in der Saison hätte feiern können, oder? Nee, in Monaco haben sie, glaube ich, auch gewonnen. Sehr, sehr ärgerlich. Währenddessen verliert Perez weiterhin Zeit. Ricciardo bleibt hinter ihm. Und ich glaube, Raikkonen, der bleibt hinter Esteban Ocon, der sich hinter Ricciardo befindet. Und die Leute vorne, die sollten auch irgendwann an die Box kommen. Jawohl, der Erste ist schon mal drin. Ich glaube, es ist Sebastian Vettel. Oder Valtteri Bottas. Schauen wir nochmal, es ist Sebastian Vettel. Okay. Und Sergio Perez ist aus dem Rennen. Esteban Ocon greift da direkt Daniel Ricciardo an. Nachdem er einen Frontflügelschaden erlitten hatte hinter uns, wurde es nun immer und immer schlimmer und Sebastian Vettel fährt hier die schnellste Rennrunde. In der Zwischenzeit waren alle an der Box und wir führen alleine das Feld dann vor Ricciardo, eine Red Bull Doppelführung hier. Könnte das wie 2016 enden, als Red Bull hier einen Doppelsieg geholt hat? Ich hoffe es mal. Ricciardo wurde jetzt von Ocon und Vettel geschluckt und man sieht, dass Ricciardos Reifen dann doch sehr stark abgebaut haben. Unser Teamkollege hat sich da sehr für uns eingesetzt. Ocon kommt nicht wirklich näher, das heißt, Ricciardo hat hier tatsächlich einiges an Pace verloren gerade. Oder beim Überholmanöver hat er ein bisschen Zeit verloren. Oh Mann. Vor allem Sebastian Vettel, der wird jetzt bald jubeln können, nachdem er an Esteban Ocon vorbei ist. Up to speed now. Let's get some heat into those tires. Oh Gott, das war so schlecht gerade. Ich habe da locker 1-2 Sekunden verloren. Raikkonen immer auch hinter uns, der fährt auf Supersofts. Na, vor ihm wäre ich eh nicht gelandet. Pit strategy complete. See these tires through to the end now. Na, vor den beiden Chaoten hier. Sehr früh abbremsen könnte rennentscheidend gewesen sein. P5 für Ricciardo aktuell.
It's Daniel in the pits now. Und Kevin Magnussen hat hier direkt einen Motorschaden vor unserer Nase. Virtual Safety Car, Virtual Safety Car. Reduce speed immediately and keep a positive delta. Okay, gut. Das Virtual Safety Car kommt mir gerade recht, denn jetzt kann Vettel seine Pace nicht nutzen. Aber mal schauen, was am Ende davon ist. Schönes Manöver. Mach's gut, Jolion. Und die Top 3 Jungs, die kommen nochmal vor uns raus. Meine Güte. Ja, aber die sind nochmal auf Supersofts. Fahrer vor mir. Nein. Okay, das ist krass. Also die fahren doch eine 3-Stop, die ganzen Jungs hier vorne. Komisch. Und wir schauen uns das Überholmanöver gegen Jolion Palmer an. Da haben wir uns außenrum behauptet in der letzten Kurve. Da ging es noch nicht ganz gegen den Renault auf Supersoft. Aber dann, nachdem wir aus der Kurve raus beschleunigt haben, da waren wir doch ein bisschen schneller. Okay, kleines Update. Die Jungs vor mir, die waren nicht nochmal in der Box, sondern die sind während der Virtual Safety Car Phase zu schnell gewesen. Rasen während der VSC Phase. Ja, und damit kommen alle nochmal jetzt an die Box, fahren auf Softs wieder raus und sie hatten jeweils eine Durchfahrtsstrafe. Ja. Leute, also ihr dürft beim ganzen Kampf um den Sieg nicht vergessen, dass ihr hier trotzdem euch an die Regeln halten müsst. Blöd gelaufen, aber so ist das nun mal. Aber das Blödeste dabei ist, dass Raikkonen dadurch jetzt 3 Plätze gut macht. Aber wir machen wahrscheinlich auch 3 Plätze gut. Die hätten wir vielleicht auch so schon bekommen, aber so ist das zumindest ziemlich sicher. Und es ist tatsächlich im Moment wieder eine Red Bull-Doppelführung, wenn Raikkonen an die Box fährt. So, das ist jetzt eine ganz entscheidende Situation hier taktisch gesehen. Esteban Ocon hat im Moment kein DRS von Daniel. Und ich muss es eigentlich so hinbekommen, dass Esteban Ocon DRS und Windschatten hat. Denn ansonsten kommt Kimi Räikkönen da vorbei am Force India und kann sich im Podium immer weiter nach vorne kämpfen. Multi 13, mein lieber Daniel. Greif mich bitte nicht an. Es geht um die WM. Multi 13. We advise moving to mix 2. Fuel to mix 2. So, jetzt hat Esteban Ocon DRS und Windschatten. Es ist aber sehr unangenehm. Die Position ist wirklich schlimm. Keinen Fehler machen. Aber du musst alle im Schlepptau behalten. Und im Idealfall fährst du so langsam, dass Vettel und Co. nochmal aufschließen und vielleicht nochmal Räikkönen gefährlich werden. Aber du darfst auch keinen klaren Schnitzer drin haben, sodass du zum einen Position verlierst und zum anderen eventuell die hinter dir langsamer werden müssen und Räikkönen da nochmal eine Position gewinnt. Und Räikkönen hat Probleme! Räikkönen hat Probleme! Das darf doch nicht wahr sein! Das ist der Hammer!
und Vettel wird ihn gleich überholen. Raikkonen ist aus dem Rennen. Da hat er so viel Glück mit den ganzen Durchfahrtsstrafen und Co. Ich bremse sogar meinen Teamkollegen ein, damit Esteban Ocon sich gegen ihn wehren kann. Und jetzt hat er dann Reifenschaden, glaube ich. Wir schauen einfach mal. Da kam sogar noch ein Virtual Safety Car wegen Raikkonen. Oh, und da habe ich scheinbar einen ganz guten Exit aus der VSC-Phase erwischt. Ja, Raikkonen aus den Punkten, glaube ich, schon rausgeflogen. Ärgerlich für den Finnen, aber wir brauchen wirklich im Moment jeden Punkt, den wir kriegen können. Und jeden Punktverlust von Raikkonen, der möglich ist. Aber was ist denn hier bitte los? Und jetzt wird es vielleicht wirklich ein Red Bull-Doppelsieg wie 2016. Falls ich den Part rausgeschnitten habe, ich habe es schon mal in dieser Folge gesagt. Unfassbar. Ja, jetzt rächt es sich natürlich auch, dass ich ein bisschen langsamer gefahren bin, damit Esteban Ocon rankommt, damit Vettel ein bisschen rankommt. Die letzte Runde beginnt. Daniel Ricciardo weiterhin hinter uns, macht aber immer noch mächtig Druck. Ja, der wird nicht so erfreut sein, dass er hier nicht seinen ersten Saisonsieg feiern darf, aber es geht gerade um die WM. Da kann sogar ich eine Teamorder nachvollziehen. Es war ein krasses Rennen. Es ist viel passiert. Durchfahrtsstrafen für die Ferrari und McLaren und Mercedes-Fahrer vor uns. Also die da ganz vorne weg waren. Dadurch kam Kimi Räikkönen nach vorne auf die 4 und hatte da gute Aussichten aufs Podium. Dann der Ausfall von Räikkönen und bei uns funktioniert es tatsächlich mit einem Red Bull Doppelsieg, wie es aussieht. Noch nicht den Tag vom Abend loben. Aber wie das Rennen auch ausgeht, wir werden viele, viele Punkte mit nach Hause nehmen, die uns gegen Raikkonen helfen. Und jetzt kann auch ruhig Vettel an Esteban Ocon vorbei. Esteban Ocon war auf P3 einfach der perfekte Mann, denn der wurde weder Ricciardo noch mir gefährlich. Und das ist die letzte Kurve gewesen. Das ist der Rennsieg, der 4. in Folge. Und hier geht's in Malaysia. 25 Punkte wieder ran an Raikkonen. Und da kommen sie alle vorbei. Und Valtteri Bottas, der war da auch nochmal dran. Ja. Also Leute, über die Strategie dieses Rennen dann doch entschieden. Und gut, das eine oder andere gute Manöver, das war natürlich auch vonnöten. Unter anderem Daniel Ricciardo und die Force India Jungs beim Start, oder zumindest Sergio Perez, beim Start zu besiegen. Und dann in eine sehr aussichtsreiche Position zu kommen, nach vorne hin aufzuschließen. Und Sergio Perez, der hat sich hier eindeutig eine Podiumschance verbaselt und vielleicht hätte das Rennen sogar gewonnen. Ja, und wir schauen gleich mal, wo Kimi Räikkönen gelandet ist, aber als allererstes Mal hier die Siegerehrung. Und das ist tatsächlich der Red Bull Doppelsieg. Jawohl, Leute, wie knapp das auch war, ne? Zwischen den Top 5. Also ganz vorne hole ich den Sieg, den 4. in Folge nun. Und in Malaysia, da machen wir die 100 quasi voll in den letzten 4 Rennen. Dahinter dann Daniel Ricciardo auf der 2. Esteban Ocon wird starker Dritter, damit ein Podiumsplatz für Force India. Sebastian Vettel nur auf der 4. Ja, von Platz 3 aus
könnte man sagen, ist das zwar ganz okay, aber wenn man bedenkt, dass er doch Siegchancen hatte, dann ist das kein allzu gutes Ergebnis. Vor allem die Durchfahrtsstrafe würde ihn sehr ärgern. Bottas auf der 5, Hülkenberg dann vor Joly und Palmer. Beide Renault in den Punkten, genauso wie beide Toro Rosso. Dani Kvyat vor Carlos Sainz und Lewis Hamilton, der holt tatsächlich mit einer 4-Stop-Strategie nur einen Punkt aus diesem Rennen raus. Komisch. Ja, aber interessanterweise waren alle, die uns gefährden konnten, unter anderem Fernando Alonso, der da vorne wegfuhr, Sergio Perez, der unmittelbar hinter uns dranhing, und Kimi Räikkönen, der uns am Ende nochmal gefährlich werden konnte. Alle drei hatten irgendwelche technischen Defekte oder Probleme. Komisch, aber ich nehme diesen Zufall sehr, sehr gerne entgegen. Und Lance Stroll wird tatsächlich Letzter in diesem Rennen. Die beiden sauber. Entweder ausgeschieden, Pascal Wehrlein in Runde 1, stimmt, das hatte ich ja ganz vergessen, oder Marcus Ericsson auf 12. Und der beweist, glaube ich, dass die 1-Stop-Strategie gar nicht so schlecht war. Kimi Räikkönen, der konnte nicht nochmal zurück in die Punkteränge, da hätte er sich noch etwa anderthalb Sekunden verbessern müssen und Hamilton überholen müssen und die zwei Autos dazwischen natürlich auch. Und in der Gesamtwertung Stoffel van Dorn nur auf der 15. Sorry, dass ich diesen komischen Umschwung nochmal mache, zurück zu den Punkterängen, aber Stoffel van Dorn nur auf der 15. Was macht McLaren da? Keine Ahnung. Was Ferrari macht, weiß ich auch nicht. Kimi Räikkönen in jedem Fall nur auf Platz 2 nach diesem Rennen. Und wir nehmen nach langer Zeit wieder die WM-Führung ein und haben 17 Punkte Vorsprung zum Finnen. Wahnsinnssache. Und ich glaube, das sind noch 4 oder 5 Rennen bis zum Saisonende. Das bedeutet, gut, Ricciardo, der hatte eh keine WM-Chance mehr, selbst wenn er das Rennen heute gewonnen hätte. Und jetzt müssen wir wirklich jeden einzelnen Punkt holen, der nur irgendwie zu holen ist. Und in der Fahrerwertung, da sind wir auf der 1, in der Konstrukteurswertung, da sind wir auf der 2, vorbei an Mercedes. 27 Punkte Vorsprung zu den Silberpfeilen, und wenn es so weitergeht, dann können wir sogar nochmal Ferrari einholen und vielleicht sogar noch überholen. Force India zieht derweil vorbei an McLaren. Ich hatte es in den letzten paar Folgen mal ein bisschen thematisiert, dass es da ein bisschen gefährlich werden könnte, und McLaren, unser ehemaliges Team, ist da auf die 5 zurückgefallen. In der Tat, und das obwohl sie beziffert das stärkste Fahrzeug haben. Tja, Leute, Fernando Alonso fällt derweil auch hinter Vettel zurück, und wenn man das mal ganz realistisch beobachtet, dann ist Räikkönen eigentlich der Einzige, gegen den wir im Moment um die WM kämpfen. Eine Wahnsinnssache, ich glaube, das war ein ziemlich, ziemlich geiles Rennen. Wenn auch ihr Spaß hattet, nicht nur beim Fahren, so wie ich, sondern auch beim Zuschauen, dann lasst doch sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen, und ich würde mich ebenfalls freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, denn die WM spitzt sich zu, es wird immer spannender. Und wir werden sehen, wer am Ende die Nase vorne hat. Ein Ferrari oder ein Red Bull. Macht's gut und bis demnächst.